Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Gwent Action hier. Das Monster Deck ist jetzt dran. Ich habe ein brandneues Deck erstellt. Mein Monster Nagelfahr Deck. Da sind jetzt nicht nur wilde Jagdkarten drin und es ist auch kein Hingabedeck. Aber die wilde Jagd dominiert doch, deswegen habe ich das Nagelfahr genannt. So, wir spielen gegen Rang 6, gegen Squire Tell. Nie mehr anti-armee etro. So, bin mal gespannt, wie das Deck so läuft. So, was wollen wir denn hier mal tauschen? Ja, die muss natürlich weg. Die soll aus dem Deck herbeigerufen werden. Ja, das haben wir schon mal für zwei Reihen Frost. Den nehmen wir auch noch mal weg. Aha. Da. Da wird er wahrscheinlich ein Zwergedeck haben, wa? Ich habe echt Lust, Gwent zu spielen. So, unter Umständen hat er davon noch eine. Ja, da wir die Dominanz nicht haben, können wir die nicht ausspielen, die nicht ausspielen, die nicht ausspielen. Und die bringt auch nicht so viel Sinn. Und auch die nicht. Tja. Dann würde ich sagen, gönnen wir ihm erstmal Frost in der Nahkampf. Der Hunger der Nagelfahr soll stets gestillt sein. Vielleicht kommen wir ja durch den Frost irgendwie an die Dominanz ran. Sag ich doch, dass er den nochmal hat. Los, kommt! Wer will als Erster? So, der würde ich ja mal sagen, können wir ihm jetzt nochmal für beide rein, Frost. Da einfach besser. Nur die Reinheit ich hab der Nagelfahr auf. Alles und andere wieder die Königin ab. Kommt raus. Unter König Desmond war alles besser. Na, das wollen wir aber nicht hier. Da müssen wir mal unseren Kraftmeier einsetzen hier. Von dir wird nur Matschig bleiben. So, zack, sind wir zumindest wieder vorne. Naja, er hat natürlich noch seinen Kristallschädel, den er noch einsetzen kann. Das macht er jetzt auch. Na, Sultan, mittlerweile. Rüstung. Der geht nochmal um zwei runter. Dann spiele ich jetzt neutral aus. Blöde Wahl. Gib dem auch mal Schleier mit. Dann gehen wir erstmal wieder rüber, ey. Ja, ist im Moment nur 5 vorne zum Glück. Wir haben die Dominanz. Denken wir erstmal Soldat einen drauf.
Dann nehmen wir noch die Striege. Es sollte dann schon nur noch auf 3. Ah, Verbindung unterbrochen, hoffentlich nicht zu lange. Na komm. Setz dich an deinen PC mit Netzwerkkabel und nicht Wireless LAN, ey. Ach nee, ey. Warum ausgerechnet, wenn ich irgendwelche Aufnahmen mache? Ey, kann so ein Scheiß nicht passieren, wenn ich nicht aufnehme? Das sieht schon gar nicht gut aus. Ich hab schon mal durch so einen Scheiß ein Aufstiegsspiel verloren. Diesmal haben wir aber gewonnen. Nun gut, das spiele ich jetzt natürlich nicht neu. Das zählen wir jetzt mal als Sieg. Ging ja doch relativ lange. Auch wenn es natürlich nicht schön ist. Aber der wollte wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen. Ich weiß zwar nicht warum, das sah für ihn jetzt nicht so schlecht aus. Dann gehen wir natürlich gleich wieder rein in die Action und hoffen mal, dass wir jetzt durchspielen können. Oh, nächsten Gegner haben wir schon mal. Sehr schön. Diesmal dürfen wir anfangen. Geheimversteck. Das spielen auch die meisten. So, was haben wir denn hier? Na, du musst natürlich gleich wieder weg. Das könnte ich gut einsetzen, wenn ich Nitral hätte. Dann versuchen wir uns hier nochmal. Ja, und da ich Nitral nicht habe, nehme ich Petrus Filter wieder weg und wette, ich krieg Nitral. Oh, doch nicht. Naja. So, da wir jetzt ja auf jeden Fall die Dominanz haben, legen wir erstmal hier. Andere mit rauskommt. Haben wir erstmal ein 8er Spiel. Ja, brauchst du nicht angucken. Kann dir nichts mehr tun. So, die habe ich zum Beispiel jetzt auch hier. Ja, ich meine, das ganze Deck ist neu, aber so ein paar Karten hatte ich natürlich in meinem alten Deck auch. Die habe ich jetzt noch nie gespielt. Die wollte ich mal ausprobieren. Das ist ja gar nicht so schlecht, ich meine, ne? Wenn man so zwei ganz hohe Karten nebeneinander hat, ist eine davon weg. So, erstmal zwei Verteidiger hingelegt. Dann würde ich doch mal sagen, gönnen wir ihm noch hier mal in zwei Reihen Frost. Dann kommt unsere Königin des Frieders auch raus. Er verliert erstmal zwei. Und einen von denen schieben wir gleich nach unten. Dann ist die Müllschule einer weg. Nur die Reinheit des Schnees. Alles andere widert mich ab. Ja, setzt da die Passivvorratkirschen rein. Genieße es in vollen Zügen. So, wie besprochen, jetzt kommt der Kraftmeier, der will ja gut schießen. So schwach und zerbrechlich. Zack, wäre der schon mal erledigt. Eigentlich schade, dass wir den. Ich hab den zweimal, ne? Ja, ich wollte es nicht sagen, ich hab den nochmal im Deck, dass ich den jetzt nicht gerade am Start habe. So, wir haben die Dominanz. Das heißt, wir könnten die Striege einsetzen, um die hier wegzukriegen. Ja, das machen wir auch. Ne, ist der blöde Verteidiger. Ja, nehmen wir 13 vor.
eigentlich brauche ich den noch nicht unbedingt. Also ich habe jetzt nichts, was unbedingt geschützt werden müsste, weil sie eh alle nichts mehr machen können. Gehen wir es mal rüber. Gucken, ob er überhaupt weiterspielt. Vielleicht gewinnen wir ja die erste Runde, ohne den Kristallschädel einzusetzen. Naja, aber anscheinend nicht. Er macht weiter. Am besten angeln wir an Land. Na ja, da auch so eine Kalle, die rauskommt, wenn er genug Kohle hat. So, 4 vor sind wir sowieso schon. Die Dominanz haben wir rein theoretisch auch. Dann spiele ich jetzt den wilde Jagddiener aus. Und knall dem mal den Kristallschädel drauf. Da sind wir 12 vor. Zack, gleich die nächste. Eines Tages möchte ich Ophir mit eigenen Augen sehen. Zu gehen, so wie es aussieht. Ich bin 4 vor, gleich 5. Will jetzt eigentlich auch nicht riskieren, noch eine auszuspielen, dass er dann passt. Der verbessert sich gleich nochmal um 3. Ah, und die um 1. Der hat aber nur den Ausgleich. Sonst verbessert sich hier nichts, ne? Nö. Ach so, und wir kriegen ja noch einen drauf. Haha, passen reicht für ihn doch nicht. Zumindest nicht zum Ausgleich. Wenn der Ring nicht abgeht, muss eben der Finger ab. Naja, hat er ja die erste Runde eingesackt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil wir auch den hier haben. Der hat eigentlich ja nicht weiß. Ich meine, vielleicht spielt er ja auch. Vielleicht passt er ja auch nicht. Lass ich das erstmal so. Der spielt tatsächlich. Der will uns jetzt hier direkt schädigen. Nun gut. Dann gehen wir ihm jetzt erstmal mit El Divino der Reihe vor. Da wir die Dominanz haben. Komm, den gebe ich hier sogar noch einen drauf, damit ich die Dominanz erstmal behalte, auf jeden Fall. So. Na schön, meine Stimmung wie ein gutes Geheimnis. Ja, Geralt könnte ich jetzt so gut gebrauchen, und der ist natürlich doch im Deck. Die soll mich erstmal nicht stören. Ich gebe lieber da oben da nochmal 4-mal Frost drauf. Bei 1, 2, 3, 4, 5 Goldkarten noch im Deck. Ich habe hier bei dem Deck auch mal extra jetzt kein Szenario mitgegeben. Es hat fast jeder Spieler irgendeine Karte, mit der er im Szenario wegmachen kann. Dann haben sie halt auch noch alle. Wenn sie sie nicht haben, dann holen sie sich aus dem Deck. Also, das bringt nicht mehr so viel.
So. Dann will ich doch mal sagen. Spielen wir mal unseren Kraftmeier aus hier. Du wirst zerschmettert. Der könnte aber noch mal 7 zusammenkriegen. Da verschiebe ich die hier lieber nicht. Komm, dann verschieben wir die. Weil ich kann ja dann mit der hier auch noch einer benachbarten Einheit Schaden zufügen. Ja, der Geralt wäre so toll. Der, ich man wüsste, ob man den kriegt, aber ich werde den eh nicht kriegen. Ich werde den eh nicht kriegen, denke ich mal. Tja, dann nehme ich hier jetzt mal eine von den Verbesserungskarten, denke ich mal, weg. Immerhin etwas. Aber das sieht schlecht aus, die Runde haben wir verloren. Ja, passt jetzt auch schon, da komme ich nicht mehr ran. Selbst mit Geralt nicht. Was können wir hier zurücksetzen? 2. Das wären gerade mal 5. Der geht sogar noch 3 wieder nach oben. Also könnte man nur 2 zurücksetzen. Tja, wir haben voll verloren. Ich kann mir noch nicht mal mehr die Runde sichern. So, nehmen wir erstmal den. Immer noch 12 Rückstand. Damit kommen wir auf 23. Das reicht alles nicht. Noch einen drauf. Da noch einen drauf. 29, die geht einen hoch, die geht einen hoch. Müssen wir mir noch 3 wegnehmen. Dann gehen auch seine, ja, aber wieder nach oben. Also die hier zumindest. Okay, dann haben wir nur eine Karte Rückstand. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie doch zu schaffen ist. Ja, hier mal will ich versuchen. Das war schon mal nicht schlecht. Ja. Ach komm. Starten wir so. Was haben wir noch an Goldkarten? Oh, 2 Stück. Das ist ja schon mal schön. Also kann ich mir mit der Nagelfahne gleich aussuchen, welche ich nehme. Tja. Ich würde sagen, in die eine Reihe machen wir den Diener rein, in die andere Reihe das Biest. Die vergiftet er schon mal. Dann wird er sicherlich auch noch eine andere Karte haben. Ich ist das Beste. Aber.
Ja, jetzt bist du aber wirklich eine Giftkarte hat. Scheiße. Na, ist egal, ey. Ich werde auf jeden Fall läutern. Ich wecke deine dunkelsten Albträume zum Leben. Alter, die verbessert sich jetzt zur Not auch nochmal viermal. Dann haben wir sozusagen das viermal Nicht-Bluten, was wir eingesetzt haben, wieder ausgeglichen. Na, was holt er sich über die Vivaldi-Bank? Ich denke mal, für uns nichts Gutes. Na los, komm, entscheide dich. Mein Junge, wir wissen doch beide, dass du sowieso gewonnen hast. Ja, da hier. Ja, bezahle eine Anzahl Münzen, um sie zu ergreifen. Nimm doch auch noch den wilden Jagddiener weg. Das Ziel dunklen Begehrens. Dann war es jetzt spätestens das für uns. Tja, kann ich mich nur noch mal mit dem Biest versuchen. Nützlich. Ja, nur wenn er zum Glück keine Kohle. Tja, bleibt ja nur noch Nitra, sonst schießen wir ihn jetzt aufs Spiel. Tja, wenn ich Geralt nehme, kann ich mir ein paar zurücksetzen. Ich glaube, ich werde lieber den Frost nehmen. Ja, nee, die hat er auch noch. Ja, in irgendeinem der wird auch noch Geralt oder so für die hier haben, deswegen hat er eben die niedrigere Karte genommen. Ja, wir können nur diesen Frost hier nehmen, alles andere macht keinen Sinn. Das wird jetzt zwar nicht wahrscheinlich nicht relativ deutlich, aber ich denke mal, wir haben verloren. Also nochmal ein Gift. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Und nochmal Gift. Jawohl, das war's für uns. Tja, aber leider zweite Runde verloren. Ja, aber ich habe halt auch in den ersten beiden Runden nicht so gut gezogen. Das ist halt manchmal scheiße. So, scheißegal. So, wir sind mit der Folge durch. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und dann schaltet ihr doch sicherlich beim nächsten Mal wieder ein. Also bis denn und ciao.